Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Aubergine. Das ist eine schöne Pflanze. Hier in der Neustadt kann sie in der Freiland gedeihen. In anderen Stadtteilen oder anderen Städten muss man sie ins Gewächshaus stellen, weil sie ansonsten nicht so weit wächst. Sie ist sehr wärmebedürftig, noch wärmebedürftiger als Paprika. Ist als Nachtschattengewächs mit dem Paprika verwandt. Man muss bei der Pflege darauf achten, dass man wie bei der Paprika oder der Tomate Geiztriebe, also die in den Blattachseln kommen, entfernt und nur die Blüten der Hauptachse stehen lässt. Normalerweise kommt an jeder Blattachsel eine neue Blüte. Wenn diese Pflanze aufwächst, kann man darauf achten, die Früchte sind je nachdem, können rosa sein, lila, wie es im Laden sind, weiß, teilweise bis ins gelbliche gehende. Worauf man allerdings achten muss, die werden gern von Schnecken angefressen. Also wenn ihr Fraßspuren an den Früchten findet oder hohle Stellen an den Früchten, waren es meistens Schnecken und ihr müsst etwas gegen die Schnecken unternehmen. Im Gegensatz zu den Kartoffeln und Tomaten sind sie nicht braunfäuleanfällig und deswegen eigentlich eine ganz brauchbare Kultur. Ihr müsst darauf achten, dass wenn die Fruchtansätze da sind, ihr sie genug gießt. Und wenn ihr feststellt, dass die Früchte klein bleiben und das Wasser fehlt, dann entfernt lieber eine kleine Frucht, dass der Rest in die größeren Früchte gehen. Jetzt habt ihr nur ganz kleine Auberginen und wenig insgesamt zu essen. Vom Pflanzabstand passen diese soweit, das müsste eigentlich einen guten Ertrag ergeben. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit den Auberginen und gießt sie regelmäßig und häufig.